Herzlich willkommen, liebe SDP07-Fans, zu unserem Format Auslaufen nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue, welches wir mit 1:2 verloren haben. Bei mir ist Jamilu Collins. Hallo Jamilu. Hallo. Okay. We're going to translate the question. So, als erstes, wir haben zum zweiten Mal in Folge ein Spiel verloren. Was glaubst du, woran hat es gelegen? Ja, we got the early red card for the game. So the game get more difficult for us. But and then we lost some good opportunities. And it happens, you know, when we don't take chances of our opportunities. So you don't really have an explanation. I really don't know. Okay. I really don't know what to say. We lost the opportunity. I won't say it to our fans TV that we lost the opportunity, you know? Also im Prinzip sagt Jamilu, dass die rote Karte uns natürlich geschwächt hat. Wir aber auch einige hochkarätige Chancen hatten, die wir leider vergeben haben. Gerade jetzt in der Rückrunde ist es einfach ein bisschen schwerer. Aue ist sehr körperbetont aufgetreten und auch unsere letzten Gegner haben viele gelbe Karten gegen uns bekommen. Spürst du, dass die Gegner ruppiger werden? Yeah, they are more aggressive against us because they know who is Paderborn and they know what they will get, you know. So it's a mindset, you know. They already put it inside of them. Paderborn is coming. So it's a motivation for them. Okay. They lost first time against us. Okay. Ja, also es ist schon zu spüren, dass die Gegner etwas ruppiger agieren. Sie stellen sich besser auf Paderborn ein, gerade im Hinblick auf das verlorene Hinspiel. Wir hätten in Unterzahl fast noch einen Punkt geholt. Die Fans haben bis zum Schluss auch an ein Unentschieden geglaubt. Gibt euch das Kraft für die nächsten Aufgaben? Ja, yeah, of course it does, because it's more important when we see the fans are supporting us so much, even in the difficult period of the game. Yeah, we were so close to get one point at least, but unfortunately we didn't. So we try to make a good show for the fans. Okay. Also ja, nochmal danke auch an die Unterstützung der Fans, die sowohl im Stadion die Mannschaft super unterstützt haben, als auch im Anschluss auf den sozialen Netzwerken. Ich habe ihn gefragt, ja, ob das die Mannschaft auch noch pusht. Und er sagte auf jeden Fall, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Fans so viel positive Unterstützung zeigen. Genau, am nächsten Sonntag empfangen wir dann den FC Ingolstadt bei uns in der Bentley Arena. Wie schätzt du dieses Spiel ein? Ja, we all know what we expect. We expect victory and we will train hard throughout this new week. We will train hard, stay focused. Our team is strong and complete now. We have a solid team, a playmaker Clement. Up, so we're going for victory against Ingolstadt on Sunday. Also, Jamilu geht ganz fest von einem Sieg aus am nächsten Sonntag gegen Ingolstadt. Die Mannschaft wird die Woche über sehr hart trainieren. Philipp Clement wird auch zurück sein. Ein wichtiger Bestandteil, sagt Jamilu. Und ja, wir freuen uns auf ein gutes Spiel am Sonntag. Also, schaut rein und unterstützt den SC Paderborn 07. Ciao. Ciao.